Das größte Spiel meiner Karriere war ein Fun Game gegen eine texanische Auswahlmannschaft. Und bei dem Spiel gegen die texanische Auswahlmannschaft habe ich als Catcher gespielt und einer der schnellsten Läufer ist dann von drei auf einen Tagger Play losgelaufen und der Centerfielder hat ihn schön in meinen Handschuh rausgeworfen. Das war so eine Situation, die mir eingebrannt geblieben ist. Das Idol meiner Jugend war definitiv Greg Maddux, weil er bewiesen hat, dass man mit nicht viel Geschwindigkeit und viel Kontrolle die Major League dominieren kann. Glück ist für mich tatsächlich, dass ich dieses Jahr in diesem wundervollen Team spielen durfte. Es ist nicht nur ein Team, nicht nur ein Verein, sondern eine große Familie und aus meinen vorherigen Vereinen habe ich nie so ein heimisches Gefühl bekommen. Das ist definitiv ein anderes Baseball, was hier gespielt wird. Mein Lieblingsfilm sind definitiv die drei Nackte Kanone-Filme. Ich stehe auf Comedy und die sind einfach wunderbar. Mein Lieblingslied ist All the Time von Sly Johnson. Ist es dieses Jahr geworden? Einfach durch die ganzen Momente, die wir in Dortmund, in Paderborn etc. hatten, hat sich dieses Lied bei mir mit Happy und Power, naja, ich interpretiere da Happy und Power rein. Mein Lieblingsessen sind Fajitas. Ich mag es, wenn ich das selber quasi zusammenstellen kann und man hat immer mit den gleichen Zutaten eine Vielfalt an, ja, eine Vielfalt. Was mache ich dann? Ich mache eine Art duales Studium, habe dann sehr viel mit Uni und Arbeit zu tun und zusammen mit dem Baseball frisst das viel Zeit. Es ist aber etwas, was ich gerne mache.